Als Vorsitzender des Tourismusverbandes Mecklenburgische Seenplatte bin ich stolz auf das, was in den letzten Jahren hier in der Mecklenburgischen Seenplatte so vorwärts gegangen ist im Bereich Tourismus. Natürlich ist es so, in einem Jahr wie diesem 2010, wo wir bis April noch Schnee hatten, da haben wir eine leichte Delle. Wir haben etwas weniger Übernachtungen als in den letzten Jahren. Die waren aber sensationell. Und bei dem, was wir auch in der Infrastruktur machen, schauen Sie sich einfach das Kavaliersgebäude an, das jetzt so schön fertig geworden ist, diese Liebesinsel. Mecklenburg-Vorpommern ist bei jedem Wetter schön und die Mecklenburgische Seenplatte ganz besonders.